ultraflexibles Wohnmobil im Urlaub. Länger autark unterwegs, dank Dieselheizung. Praktischer Kastenwagen im Alltag. Und den schauen wir uns jetzt genauer an. Fünf Grundrisse mit 2 bis 7 Schlafplätzen, die dank maximaler zulässiger Gesamtmasse von 3,5 Tonnen und kompakter Abmessungen jeder fahren darf. Und mit 500 bis 650 Kilogramm Zuladung fahren wir locker auch mal einen Umzug. Kern des Vario-Hex ist das flexible Hubbett. Das gibt's je nach Grundriss als Quer- oder Längsbett. Durch die spezielle Aufhängung ist das Hubbett auf jeder eingestellten Höhe voll belastbar. Ist das Hubbett ganz oben, generieren wir bis zu 2350 Liter Stauraum, der variabel genutzt werden kann. Robust durch die Filzbespannung, praktisch durch die integrierten Airline-Schienen und Verzorrösen. Außerdem gemütlich, mit der atmungsaktiven Stoffbespannung und integrierter Ambientebeleuchtung. Jetzt genau aufpassen, denn mit den optionalen Zusatzbetten lassen sich noch 4 weitere Varianten generieren. Das Zusatzbett besteht aus 2 Lattenrosten und Matratzen und kann je nach Grundriss als weiteres Quer- bzw. Längsbett genutzt werden. Wird das eine Ende hochgeklappt, entsteht eine gemütliche Couch. Und wenn man den kleineren Bettteil entfernt, bleibt immer noch ein Quer-Doppelbett. Wird der größere Teil entnommen, bleibt ein Quer-Einzelbett. Für alle Biker gibt's auf Wunsch das Veloslide-System, mit dem 2 Fahrräder einfach und sicher transportiert werden können. Da wollen wir jetzt auch mal rein, denn vorne wartet ein vollwertiges Wohnmobil. Vorne warten die nette Küche und Bad mit Möbeln in Vollkorpusbauweise mit ordentlichen Rückwänden. Die Klappen für die Staufächer sind in die Fronten eingelassen, ausgestattet mit Soft-Close-Funktion und automatischer Verriegelung. Möbelklappen, Tisch und Küchenplatte sind außerdem speziell beschichtet für extra lange Lebensdauer. Im Bad gibt's 2 Varianten. In Serie ist unser Kompaktbad verbaut. Das ist optimiert in die Seitenwand integriert. Gespickt mit praktischen Ablagen und einer drehbaren Toilette wird es außerdem zur Duschkabine. Auf Wunsch gibt's in allen Grundrissen ein Raumbad. Hier nutzen wir den Raum vor dem Bett für eine große Runddusche. Multifunktion ist gerade bei kompakten CUVs extrem wichtig. Und weil wir auf einen großen Waschtisch nicht verzichten wollten, haben wir ein variables Waschbecken entwickelt. In der Küche geht's weiter. Hier gibt's je nach Grundriss eine Kompaktküche mit integriertem Kühlschrank und Kleiderschrank. Einfach zugänglich. Denn hier verbauen wir einen Kühlschrank mit Doppelanschlag. Alternativ verbauen wir die Längsküche mit Kühlschrank auf Augenhöhe und großen Kleiderschrank darunter. In beiden Varianten gibt's rollengelagerte Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close-Funktion. Die Kühlschränke bieten 70 bis 90 Liter Fassungsvolumen inklusive Gefrierfach. Der integrierte Silent-Modus sorgt für einen lautlosen Betrieb in der Nacht. In der Dinette warten 2 Gurtplätze mit Erweiterungs- und Komfortfunktion. Auf Wunsch verbauen wir verstellbare automotive Einzelsitze. Der Tisch schwebt frei und mit der drehbaren Erweiterung ist hier locker Platz für bis zu 4 Personen. Im Grundriss 600 DQ verbauen wir darüber unser Klassik-Hubbett. Auf Wunsch gibt's außerdem das Vario-Hubbett, das mehr Stehhöhe und einen Durchgang im abgesenkten Zustand ermöglicht.
praktische Steckdosenanordnung, modulare Lichtsteuerung der einzelnen Bereiche und ein harmonisches LED-Lichtkonzept inklusive. Mit dem BoxLife bist du auch länger autark unterwegs. Mit der zentralen Bordcontrol-Einheit hast du Strom- und Wasserstände einfach im Blick. Eingeheizt wird mit der Truma Kombi 6 Dieselheizung. Damit brauchen wir keine schweren Gasflaschen mehr. Die Wasserleitungen sind mit den Heizschläuchen verlegt. So verhindern wir, dass diese einfrieren. Die Innenwände verkleiden wir außerdem mit einem speziellen Polytherm-Isolat, um Kältebrücken zu vermeiden. 102 Liter Frischwasser sind mit an Bord, das dank optionalem BWT-Wasserfilter auch hygienisch sauber bleibt. Und das ganz ohne Chemie. Für den 90 Liter Abwassertank gibt's auf Wunsch eine beheizte Schutzhaube für extra Frostsicherheit. Gas brauchen wir nur noch zum Kochen. Daher reicht die 2,7 Liter Gasflasche lange aus. Und die gibt's in ganz Europa auch einfach im Baumarkt. Die Bordbatterie leistet 95 Amperestunden. Auf Wunsch gibt's noch eine dazu. Und mit dem Ladebooster werden diese beim Fahren schneller aufgeladen. Apropos Fahren. Ganz neu verbauen wir auf Wunsch auch ein Head-Up-Display. Damit bist du sicher und variabel unterwegs. Bereit für jedes Abenteuer. Das ist der Knaus BoxLife.